Da ist er wieder. So. Gut. Können wir jetzt das hier machen? Warst du schon einmal hier? Sprichst du aus eigener Erfahrung? Okay. Und da du ja unbedingt dahin willst, schicke ich dich weg. Oh, böser Eik. So, genau. Ah, ihr seid hier. Es ist mir eine große Freude, die Elite der Republik zu treffen. Ihr habt euch auf Tython einen ziemlichen Ruf erworben, eigenhändig eine Bedrohung vom Jedi-Tempel abzuwenden. Inspirierend. Ja, das bin ich. Verzeihung, wir wurden einander noch nicht vorgestellt. Wo hab ich nur meine Manieren? Vergebt mir. Anitol Rospar, Verbindungsoffizier für besondere Angelegenheiten auf Coruscant. Ich bin im Namen von Vanara Keil hier, Senatorin auf Coruscant. Sie repräsentiert nicht nur unsere Welt im Galaktischen Senat, sie steht auch der Regierung dieses Planeten vor. Senatorin Keil leitet den Wiederaufbau all dessen, was durch die Invasion des Sith-Imperiums zerstört wurde. Diese alten Wunden zu heilen braucht Zeit und ist schmerzhaft. Ihr seid also hier, um Credits für den Wiederaufbau zu sammeln? Jemand mit euren Fähigkeiten kann bessere Hilfe leisten. Diese Welt hat viele Baustellen. Eine zerstörte Infrastruktur, steigende Flüchtlingszahlen, ganze Sektoren, die in Anarchie versinken. All das verhindert den Wiederaufbau. Senatorin Keil glaubt, dass ihr perfekt dafür qualifiziert seid, eine äußerst dringliche Gefahr abzuwenden. Sie wüsste es sehr zu schätzen, wenn ihr sie treffen würdet. Sofort. Das muss die Senatorin mit Meister Augustin besprechen. Wenn ihr zustimmt, werde ich sie treffen. Wir haben keine Zeit, den normalen diplomatischen Amtsweg einzuhalten. Senatorin Keil wird alles erklären. Senatorin Keil ist die größte Anführerin, die wir seit Jahren hatten. Sie baut nicht nur diese Welt wieder auf, sondern zugleich den Rest der Republik. Sprecht mit Minister Imok im Senatsgebäude. Sagt ihm, ihr werdet erwartet. Viel Glück und willkommen auf Coruscant. Das überlege ich mir noch. So, Coruscant. Nehmen natürlich alle an. Ja. Stufe 16. Das machen wir noch nicht. Nee, das machen wir noch nicht. Ich bin 18, ich werde auf 17 runtergestuft. Geil. So wollte ich schon immer spielen. Ich
Hier gibt's nichts zu sehen. Okay. Ich habe gute Zulieferer. Ich verkaufe nur die besten Waren. Okay, warte mal, kann ich bei dir was verkaufen? Ich freue mich immer über Kundschaft. Kann ich euch behilflich sein? Seht euch ruhig um. So, 100 Prestige. Wir gehen einfach mal runter. Lernen. Der ist fett. Der ist aber... Och, du Heimatland. Wie kann sowas wie Jedi sein? Schatzjäger war ich, genau. Wenn ihr was seht, das euch gefällt, ruft mich einfach. Nee. Beehrt uns doch wieder. Nee, nee, nee. Ja. Ich teile mein Wissen gern mit jemandem, der talentiert ist. Machttritt. Was haben wir hier? Bewachen. So. Wir können jederzeit zusammen üben. Hier kann ich das Schwert wieder aufrüsten. Fähigkeiten-Mentor? Katulia da Bota 21 Kisli Mopa Yukta Changa? Nee, Subul Koba Pombo Getusta Barawanga? Nein, nein, nö. Sag mal, T7 ist ja schon wieder da. Komm, mach mal was. Kann man hier keine Lichtschwertkomponenten kaufen? Seht euch ruhig um. Alles, was ihr hier seht, ist zu verkaufen. Hier
Verbessertes Heft. Beherrschung 10, Ausdauer 8. Das ist alles Stufe 9. Beehrt uns doch wieder. Aber es ist Stufe 18, ja. Wenn ihr was seht, das euch gefällt, ruft mich einfach. Das, oh, hier haben wir ja noch was anderes. Egal. Beherrschung 10, 8 Ausdauer. 7 Beherrschung, 6 Angriff, 5 Ausdauer. Nehme ich das hier. Angriff 2, Angriff 2, Angriff 5. Angriff 5. Das hier. Beehrt uns doch wieder. Ein Tisch zum Bauen gab es da leider nicht, schade. Sicherheitstokenhändler. Ich freue mich immer über Kundschaft. Oh. Kann ich euch behilflich sein? Holy shit. Seht euch ruhig um. Das ist der beste Handelsposten überhaupt. Was auch immer ihr braucht, wir haben. Schwarz-grüner Kristall. Viel Glück da draußen. Alter. Fuldar Ruiska. Urbol in Zatra. Seht euch die Ware an. Womit kann ich dienen? Ja, nicht wirklich mit irgendwas. Oh, was haben wir denn hier? Lichtschwertlanze des Akolyten. Erfordert Sith-Inquisitor oder Jedi-Botschafter. Okay. Gibt es ja auch noch ein anderes Lichtschwert. Das ist ein Knarren, das ist ein Knarren. Generator des Lehrlings. Kopfschutz der Jedi-Sturmwache. Ne, schade. Lichtschwert des Akolyten. Hat mich sehr gefreut. Schade, ich dachte ja und so, no. Warte, was für Stufe 14? Das sind die besten Preise an diesem Ende der Galaxis. Überzeugt ja. Euch selbst. Hä, warum habe ich das zweimal gekauft? Oh, bin ich Dulli. So, wie gut ist das jetzt? 65 bis 98. Boah. Bleibt am Leben. So, okay, dann haben wir das Schwertchen schon mal aufgerüstet. Das gefällt mir schon mal. Das ist mein Angebot. Seht euch schnell um. Eure ja, Credits ich muss sind jederzeit willkommen. Fähigkeit lernen, ich weiß.
Deswegen werden wir gleich mal eine Quest machen, in der Hoffnung, wir kriegen das hin auf Stufe 20. Wurde von den Johanna aus seinem Geschäft vertrieben. Leider hat er die Besitzerkonto nicht. Er weiß, ja, Reise zur Kontoindustrie beschaffen aber die Urkunde. Die Fondor 5, eine Bande von Gewaltverbrechern, wurde auf Kurs, hat gesehen, wo sie mit der Händlergilde der Migranten zusammenarbeiten. Anitol Rosper hat sich mit dir am Raumhafen, bla bla bla. Wir gehen einfach mal dahin. Was denn jetzt? Jedi-Tempel! Okay! Rein da! Irgendwo ist noch einer. Oder kann ich das auch auf dem nächsten Ding machen? Versiegelte Tür. Zentraler Aufzug des Jedi-Rats. Was ist jetzt? Danke, Fremder. Ich hätte nicht gedacht, dass noch jemand töricht genug ist, sich hier rumzutreiben. Dumme Idee, einem verfluchten Senator zu trauen. Der Jedi-Tempel ist verlassen, hat er gesagt. Niemand da, gegen den man kämpfen muss. Nur der Weg dorthin ist problematisch. Und was finden wir? Kampfdroiden, imperiale Kommandos, Sith. Wir haben Glück, dass sie uns nur unsere Beute abgenommen und uns hier zum Sterben zurückgelassen haben. Der Jedi-Tempel ist ein heiliger Ort. Das Plündern hat nun ein Ende. Kein Problem für mich. Was ich suche, ist auf dem Schwarzmarkt eh nichts wert. Senator Stasno sucht nach einem Tagebuch, das seinem toten Sohn gehört hat. Irgendein großes Tier bei den Jedi, das während der Plünderung gefallen ist. Das Tagebuch ist alles, was von ihm übrig ist. Ich fühle mit dem Senator. Und mit seinen Credits. Aber diese Kommandos haben jetzt das Tagebuch. Sie werden uns nicht zweimal verschonen. Ich werde mich um die Kommandos kümmern. Der Senator sollte das Tagebuch seines Sohnes bekommen. Was immer ihr sagt, Jedi. Aber der Junge ist tot. Das Tagebuch wird ihn nicht wieder zurückbringen. Senator Stasno wartet in der Nähe des Senatsgebäudes. Wenn ihr das Tagebuch zurückholen könnt, wird er euch empfangen. Danke für die Rettung. Los, Jungs, dieser Auftrag war ein echter Reinfall. Okay. Da ist noch einer. Ah!
Hey, der kommt sogar freiwillig zu mir. Das hättest du dir zweimal überlegen sollen. Boah, ganz ehrlich, ich muss... ich muss die zwei kleinen Dinger hier wegmachen. Nervt manchmal. Okay, wir gehen mal da lang. Okay, das da. Okay.
Der war ja schnell dauernd. So. Es ist mir gleich, weshalb ihr das getan habt. Ich bin nur froh darüber. Ich schulde euch was. Nehmt diese Credits. Die Republik zahlt ihre Schuldigkeit. Okay. Das und das. Achso, der wollte doch mal mit mir reden. Was? Geht das hier drinnen nicht? Schade, schade, Schokolade. Da lang. Warum ist das hier hinten grün? Keine Ahnung, was das ist. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ich muss auf die andere Seite rüber. Eingeladen, dieser Gilde beizutreten. Gildenname. Möchtest du... Nein! Hört doch mal auf damit, Mann. Wenn ich nicht will, dann will ich nicht und fertig. Möchte, dann möchte ich nicht. Das hier unten, okay. Besorge das Tagebuch. Ah!
Das ist eine Pflanze. Hallo? Immer noch nicht das Handtuch, das Tagebuch. Aha. 109 Machtkraft, 120 Machtkraft habe ich dort. Okay. Nee. Unseres bleibt. Hier waren Medikits, ne? Ja, die kommen erstmal dahin. Die werden wir später bestimmt noch brauchen. Da haben wir das Tagebuch. Schön. Ansonsten gibt es hier erst einmal nichts. Okay, dann kommen wir zurück. Dann können wir zurück. Wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Schaden und Spott. Ne, wir fliegen erst. Was? Hä? Wow! Hä, wo muss ich denn hinfliegen? Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Hä, willst du mich verarschen? Die Taxiplattformen sind geöffnet. Ich komme hier nicht weg. Außer Reichweite. Angenehmen Aufenthalt. Hä? Jetzt? Oh, lol. Mann. Besiege Schlitzer, besiege Weitsicht, besiege Zünder, besiege Stromschlag und besiege Bauchschuss. Alles klar, Alter, was sind da für Namen?
krasser Name. Melden Sie Ihre Beschwerden. Ich habe keine Beschwerde. Ich möchte was verkaufen. Sie sind einsatzfähig. Wie viel Money haben Sie? Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. 81.000. Was gibt's hier? Hüttenstadt. Burgart. Gesichtsverkäufer. Und meistgesucht in der Republik. Das sind also die oberen drei, die ich hier habe. Aber da kann ich ja dann hier mit der Schnellreise hinreisen. Das ist praktisch. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Ja, dann wünsch mir das mal. Ich weiß immer noch nicht, wo der Jedi-Tempel ist. Und wie der jetzt aussieht hier. Star Wars Tor. So, nach da oben müssen wir. Was für ein alter Mann. El Pemrati Ivo, Semper Finst Jim, Umesan, Dumo Ganyar Nal. Was? Danke, dass ihr so kurzfristig für mich Zeit hattet. Ich bin Senatorin Vanaha Kyle. Vergebt meine Direktheit, aber Zeit ist ein Luxus, den ich mir nicht gönnen kann. Wie ihr vielleicht wisst, ist Coruscant von Flüchtlingen vor der imperialen Tyrannei überschwemmt. Viele sind schon seit Ausbruch des Krieges hier. Die Flüchtlinge haben den alten galaktischen Markt übernommen und sich in Läden und Lagerhäusern verschanzt, die während der Plünderung von Coruscant aufgegeben wurden. Sie weigern sich zu verschwinden. Es muss doch einen besseren Ort für diese Flüchtlinge geben. Wir haben ihnen angeboten, sie auf fremden Planeten anzusiedeln. Aber sie verlangen, hier zu bleiben. Wie so oft, wenn Angst und Armut vorherrschen, hat sich ein kriminelles Element erhoben, um die Situation auszunutzen. Die Händlergilde der Migranten war ursprünglich eine politische Gruppe, um die Interessen der Flüchtlinge zu vertreten. Über die Jahre hat sie sich zu einem skrupellosen und mörderischen Verbrechersyndikat gewandelt. Klingt ja berauschend. Haben die Verbrecher eine Hierarchiestruktur, einen Anführer? Es ist ein Konsortium mächtiger Verbrecherbosse. Wenn einer fällt, nimmt ein anderer seinen Platz ein. So sind sie schwer zu besiegen. Die Händlergilde der Migranten ist extrem aggressiv und gefährlich geworden. Ihre Vollstrecker haben sich mit Militärwaffen ausgestattet. Heute sind ihre Schläger auf die Straßen gegangen. Sie haben unser Sicherheitspersonal angegriffen, Feuer gelegt und Aufstände angezettelt.
Wir stehen einem bewaffneten Aufruhr gegenüber. Ja. Haben diese Verbrecher irgendwelche Forderungen gestellt? Sie scheinen es nur auf Zerstörung abgesehen zu haben. Generationenlang war der alte galaktische Markt die zentrale Umschlagstelle für den Handel auf Coruscant. Er ist nicht nur von großer wirtschaftlicher Bedeutung, sondern auch ein Symbol für die Freiheit der Republik. Die Com-Kanäle sind gestört. Wir haben den Kontakt zu unseren Sicherheitskräften verloren. Ich brauche eure Hilfe, um diese Krise zu beenden. Die Verbrecher dürfen nicht gewinnen. Ich werde mich darauf konzentrieren, die Leute zu retten, die zwischen den Fronten festgenagelt sind. Es ist nicht die Pflicht eines Jedi, Verbrecher zu strafen. Ich vermute, dass sie sich selbst strafen, indem sie euch angreifen. Tut, was immer nötig ist, um unschuldige Leben vor diesem kriminellen Abschaum zu beschützen. Sucht meinen Sicherheitschef, Captain Winborn, auf. Er wird euch helfen. Viel Glück. Ey, Krabbel. Okay. Oh, von wo bin ich jetzt gekommen? Von da. Schick, schick. Ob das in den Filmen drin auch wirklich so ist? Das hat man in den Filmen nie zu Gesicht bekommen. Da ist was. Hier ist was. Nayanam Ramkam Kala Amkamani Mani Libikba. Was? Ich kenne den Gorn. Verzeihung, wir wurden einander noch nicht vorgestellt. Es tut mir leid. Aber diese Geräusche. Die Anführer der Republik müssen stark sein, um sich dem Imperium entgegenzustellen. Kaffee, Koks und Sex auf einmal. Oh, Hilfe, ich hab Tränen in den Augen. Oh Mann. So, jetzt muss ich dahinter. Sag mal, kann ich jetzt mit dir reden? Immer noch nicht. Also weißt du was, wenn du mit mir reden willst, dann machst du halt das. Boah, das sieht aber schon geil aus. Das sieht schon geil aus. Nicht meckern. Sag mal, hä, wo muss ich denn hin? Oh.
früh abgebogen. Das Tagebuch eures Sohnes, Senator. Beim Tempel waren Imperiale und eure Söldner wurden überwältigt. Imperiale? Im Jedi-Tempel? Kein Wunder, dass die Söldner nie zurückgekehrt sind. Das Imperium kann es nicht auf Familienvermächtnisse abgesehen haben. Ich muss den Senat davon in Kenntnis setzen. Danke, Jedi. Es muss schwer gewesen sein, diese Ruinen zu betreten. Nö. Doch ihr habt den Schmerz eines Vaters gelindert. Kann ich mir jetzt was aussuchen? Mist, ich muss mir doch was aussuchen. Level 19. Oh. Okay, hat sich ja doch gelohnt. Okay. Eine Frage. Überlebe ich das? Oder überlebe ich das nicht? Ach. Was soll's? Das hat mich ganz schön Lebenskraft gerade gekostet. Aber hier drin aber nichts mehr, gut. Was ist los? Du erinnerst dich an Meisterin Kiwix und ihren Padawan Kira? Das hier sind General Fasatra und Dr. Eli Tarnes. Wir reden gerade darüber, wieso die Republik im Geheimen eine Waffe gebaut hat, die ganze Planeten zerstören kann, ohne zuvor die Jedi zu konsultieren. Meine Arbeit kann man kaum als Waffe bezeichnen. Es ist die humanste Militärtechnologie, die jemals erfunden wurde. Aha. Einmal aktiviert, überlädt der Planetenfänger die obere Atmosphäre eines Planeten und verwandelt ihn in eine riesige Ionenkanone. Jedes Raumschiff, das den Planeten anfliegt oder verlässt, wird vollständig außer Gefecht gesetzt. Die ideale Kontrolle von Feinden ohne Opfer. Ihr könnt Feinde nicht kontrollieren, ohne dass es Opfer gibt. Wie viele Leben kostet eine Invasion? Unsere neue Waffe wird der uns bekannten Kriegsführung ein Ende setzen. Ungeachtet dessen habt ihr es zugelassen, dass eure Dateien mit den Entwürfen von gewöhnlichen Dieben gestohlen wurden. Ich bezweifle, dass die Diebe überhaupt ahnen, was sie da haben. Außerdem sind die Dateien verschlüsselt. Unsere Leute folgen jeder möglichen Spur. Bei allem Respekt, alter Freund. Meint ihr nicht, es ist an der Zeit, dass die Jedi eingreifen? Meisterin Kiwix und ich müssen mit dem obersten Kanzler sprechen. Ich brauche dich hier, um diese Entwürfe zu finden. Ich werde euch nicht enttäuschen. Du bleibst auch hier, Kira. Deine Kompetenz in Sachen Sicherheit könnte von Nutzen sein. General, wir haben eine Spur der Diebe. Das ist Agent Galen vom Strategischen Informationsdienst. Agent Galen, diese jungen Jedi werden euch unterstützen. Na da. Vor 32 Stunden haben Diebe ein Militärlager überfallen. Sie haben Waffen, Versorgungsgüter und Dateien über das Planetenfängerprojekt gestohlen. Der Anführer der Diebe hat einen Fehler gemacht und sein Gesicht einer Überwachungskamera gezeigt. Wir konnten ihn in unserer Verbrecherdatenbank finden. Vistis, ein rhodianischer Schmuggler, der sogenannten Händlergilde der Migranten angehört. Ein Haufen gemeiner Verbrecher. Warum sollten fremdartige Verbrecher ein Militärlager ausrauben?
Es ist Zeit, mit dieser Gilde zu reden. Niemand redet mit diesen Mördern. Die Gilde ist ein gewalttätiges, gut bewaffnetes Verbrecherkartell. Nur ein Jedi könnte in ihr Hauptquartier einbrechen. Oh je, ich muss mich einen Moment hinsetzen. Entschuldigt mich. Agent Galen, benutzen wir doch euer praktisches Sicherheitsnetzwerk, um die Verbrecher abzulenken. So haben mein Freund und der Dieb ein wenig Zeit für sich. Wenn ihr wisst, es findet, kontaktiert mich. Die Dateien haben oberste Priorität. Aber versucht auch, das übrige Diebesgut zurückzuholen. Viel Glück. Jo. Gut, ich sind wieder zur Seite. Annehmen. So, ich würde gerne mal mit der ein paar Stündchen alleine sein. So, einfach nur um Techniken auszutauschen. Gerne 2 Stunden wegbleiben. Lass mich auch Längen überholen. Naja, weil ich Story-Modus gemacht habe zwischendrin. Story-Modus? Ja, es gibt verschiedene Story-Modus. Musst du alles. Nö. Zwischen Typhon und Coruscant. Wirst du alles selber noch herausfinden, ne? Das hier wollte ich machen. Das ist immer dem Geld nach. Da muss ich da hin. Aber was ist da oben? Ach, das war da. Nee. Die ganze Bevölkerung von Tatooine würde in eines dieser Hochhäuser passen. Gute Aussage. Warte mal, hä, wieso muss ich hier hin? Scheiße, ich bin zu weit gerannt. Kurz meine 5 Minuten Pause, bis gleich.